Shake hand. Zu Sweetheart. Das bedeutet, ich führe Inside Turn, mache ihn aber nicht mit. Sondern sammle mir die Lady einfach auf der anderen Seite ein. Hier lege ich meinen Unterarm vertrauensvoll auf ihre Schulter. Nicht die Hand, weil dann stretcht es hier zu sehr, sondern den Unterarm. Dann schnappe ich mir die zweite Hand. Dann bin ich Crossover-Doppelhand. Wenn ich sie rausschicke und beide Hände behalte. Crossover-Doppelhand. Links zu links immer oben, rechts zu rechts immer unten. Wir können sie sofort wieder reinholen, wenn wir wollen. Oder aber wir können erstmal einen schönen Airbrush-Move machen und wieder side by side gehen. Dann gehe ich wieder in irgendeiner Art und Weise Schritt zu Shake Hand. Hol mir die Lady zurück. Und wenn ich sie rausschicke, kann ich in Bourbon gehen. Erst geht immer ich, dann geht sie. Dann geht wieder ich. Dann geht wieder sie. Und vom Bourbon kann ich sehr, sehr bequem wieder zurück ins Sweetheart. Das Sweetheart können wir wandern lassen. Turning Sweetheart zur anderen Seite. Und auf der anderen Seite kann ich sie rausschicken, wenn ich will. Und die Hand auf die Hand legen, also ihre Hand auf ihre Hand. Head Loop. Und zu guter Letzt haben wir den Head Loop angewendet auf den Bourbon. Ich gehe zuerst, dann geht sie. Und die Lady kann zweimal gehen, ich nicht. Und wenn sie das zweite Mal geht, lege ich wieder ihre Hand auf ihre Hand. Head Loop. Und dann war's das.